mein Gott! Ich bin jetzt kaputt, wenn ich frech bin. Nein, nein! Skibidi! Leute, wir eröffnen jetzt die originale Cristiano Ronaldo Garage in 3, 2, 1 und... Hey yo, Leute, Crimex hier, was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft RP, Leute. Heute ist natürlich mal wieder einiges geplant hier in der YouTuber-Stadt. Und zwar, meine Freunde, heute findet einfach mal die krasseste Garagenauktion aller Zeiten statt, Leute. Und zwar werden heute Messi, Ronaldo, Brawl Stars, McDonald's Garagen und vieles mehr verkauft, Leute. Da müssen wir natürlich direkt hin. Ich habe meinen ganzen Kofferraum schon voll mit Spectrite-Blöcken. Ich hoffe, die anderen YouTuber sind nicht da, aber... nein. Nein, Leute, seht ihr das? Da vorne ist Alphastein und Ente ist auch da. Oh Mann, ey, Leute, ich habe gehofft, wir wären heute alleine. Aber egal, wir werden uns trotzdem richtig krasse Garagen kaufen. Also, Leute, lasst jetzt hier schon mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze natürlich wie immer feiert. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, wie viel Geld die anderen haben. Moin, was geht ab, Jungs? Was geht ab, Max? Was machst du hier? Ich will mir natürlich hier die krassen Garagen kaufen. Die hol ich mir. Ente, niemals. Ich habe safe mehr Geld als du. Und was macht eigentlich Alphastein da hinten? Was machst du denn da, Alphastein? Guck mal, wie viel Geld ich habe. Ich wollte nicht alles verkaufen. Bro, bist, ey, Ente, ich wusste ja gar nicht, dass Alphastein so arm ist. Du hast ja nur Diamantblöcke. Diamant bringt dir gar nichts, Alpha. Oh, gib mir einen Tabertausch. Warte mal. Er hat doch Spectrite-Blöcke. Na gut. Ja, warte mal. Warte mal. Ich habe natürlich auch ein paar Spectrite-Blöcke dabei. Ja, Bro, ich habe richtig viele. So, guck mal. Zack. Und zack. Bam, Junge. Ja, ich bin reich, weißt du doch, Junge. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit der Auktion, oder? Los geht die erste Auktion. Wir haben heute viele Garagen da. Wir haben SpongeBob-Garagen, Cristiano Ronaldo-Garagen. Wir haben alles da. Alter, Freunde. Cristiano Ronaldo-Garagen. Oha, okay. Ja, ich bin nicht bekannt, ich kenne ihn. Ich will auf jeden Fall die Ronaldo-Garage. Ihr werdet die nicht kriegen. Der Fußballspieler. Oh, okay, komm, dann starten wir mal. Aber wir fangen erstmal mit der billigsten Garage an. Okay. Diese Garage hat einem Millionär gehört. Ein Millionär, okay. Und Leute, guck mal, als nächstes kommt eine Brawl Stars Garage. Okay, eine Millionär Garage. Ja, wie ist das Startgebot? Das Startgebot sind 10 Spectrite Blöcke. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, wir bieten einfach mal mit. Ja, 10. Hier, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich gebe 11. 11 sind geboten. 12. 14. 14? 15 ja. Spectrite. Ich habe eine hier. Oh, meine. Hä? 15, hier. 20. Bietet jemand mehr? Alter, 20? Nee, ich glaub, du hast dich voll zum übernommen, ersten, Alphastein. Da bin ich raus. Dritten. Da bin ich raus. Hier, los, her damit. 20 hat er dafür gezahlt. Wow. Ja. Oh mein Gott, da ist einfach ein mein Bugatti. Gott, Alter. Ja. Oh mein Gott, er hat einfach ein Bugatti rausgezogen. Boah, hört mal den Sound, Leute. Alter! Ey, warte mal, da ist sogar noch eine Kiste drin. Ey, was ist das denn? Ich wollte einen Neuwagen. Alter, hä? Hier ist, das war eine Eisengarage. Guck mal, Alphastein, was hier noch drin war. Da war ein Eisenkampfroboter drin. Oh mein Gott. Alter, jetzt kaputt, wenn ihr frech seid. Nein, nein. Oh mein Gott, ey, das war voll die krasse Garage, Leute. Da hätten wir besser auch mal mitgeboten. Und da war noch ein Mülltonnendeckel und eine Mülltonnenrüstung drin. Guck mal, wie wir aussehen. Hier gibt es keinen Kleinkram, Leute. Ja, gut. Ach, warte mal. Alphastein, guck mal, da war noch eine Axt drin. Die gehört dir auch. Hör mir. Guck mal, oh, damit kann ich deinen Roboter kaputt hauen. Alles selbst vor der Kiste. Das war alles mein. Ja, hier ist ja gut. Hier hast du dein Eisen. Will ich ja gar nicht. Mensch! Oh! Alter! Lass Ente in Ruhe, sonst knall ich dich hier mit meiner Laserwaffe ab. Okay. So. Gut, Alphastein ist tauchen gegangen. Wir können weiter mit der nächsten machen. So, oh, Leute, das ist die Brawl Stars Garage. Gibt's Brawler, hier gibt's alles. Alter! Leute, ich muss die unbedingt haben. Kostet es, was es wolle. Ich lieb Brawl Stars. Oh. Startgebot sind wieder mal 10 Spectrite-Blöcke, Freunde. Oh, okay. Oh nein, Alphastein ist wieder da. Ja, 10. Ein Stack Dia-Blöcke. Dias? Ich bring gar nichts. Dias ist ein Stack Dia-Blöcke so viel wert wie ein Spectrite circa. Das ist gar nichts.
Also ich will das Ding unbedingt haben, deswegen 32 Spectrite. So. 35! Hey, Ente! Brawl Stars! Brennt nicht! 45! Was? Wow. Hör jetzt auf, Ente! Bietet jemand mehr als 45? Zum ersten, zum zweiten und Kakao! Ja! Woo! Okay, ich bezahle dich natürlich, Herr Auktionär. Guck mal hier, 48, Rest ist Trinkgeld. Hier, gerne. Oh mein Gott, danke, Sie sind so ein guter Mann. Ey, bist du gerade in meinen Urus reingefahren, Junge? So, ich mache jetzt mal meine Brawl Stars Garage auf 3, 2, 1 und... Wow! Einfach El Primo, Colt und... Oh mein Gott! Leute, nein, da ist einfach noch Nita, Shelly und 3 Star Troops. Wie das denn? Oh mein Gott. Also Leute, will jemand Star Troops abkaufen von mir? Oh, ich will welche haben, bitte. Ja, wenn du legendär... Ich hab alle. So, also ich kauf alle. Ich verkauf jedem von euch einen. Was willst du? 10 Spectrite für einen Star Troop. 5. Oha. 5. Okay, machen wir 5 pro Ding. So. Ja. Okay. Ey, Alpha, du hast wieder aufgesammelt. Gib mir mein Spectroid. Ey, komm, Jungs, wir machen mal öffnen. Wir öffnen die jetzt. Wir machen einmal Pack-Opening. So. Let's go, was kriege ich raus? Bitte was Gutes. Okay, Alpha, wir alle mal hinplatzieren, dann können wir die abbauen. Dann öffnen wir die. Ich würde einfach mal sagen, Alpha-Stein, fang du an mit deinem. Okay, mach auf das Ding. Mach auf, Alpha-Stein. Zwei, ja. Eins, let's go. Und. Wow. Da kam das ja nur Erde raus. Wir haben eine Halbe. Das ist ja voll schlecht. Du meinst mir keinen zurück. Nein, du hast den aufgemacht. Okay, Ente, du bist als nächstes. Los, Ente, mach auf das Ding. Let's go. Oh. Wow. Was? Spectrite. Alter, okay, aber wie viel? Drei Stück, ich hab Minus gemacht. Drei. Okay, er hat 2 Minus gemacht. Okay, Jungs, jetzt mache ich meinen mal auf. 3, 2, 1, heute hoffentlich legendär. Wow, Leute, was? Wir haben einfach El Primo gezogen. So, ihr Schmalspuren. Will mir jemand El Primo abkaufen? Leute, weil das Ding ist, wir haben den sowieso zweimal. Ich rede jetzt mit dem. Der geht auf meine Seite, El Primo. Nein, El Primo gehört doch mir. Ey. Also, Ent, du kannst mir den El Primo Brawler gerne abkaufen. Was willst du dafür? Alter, wir brauchen eigentlich nochmal Spectrite. Dann hatten wir die Garage komplett umsonst. Nochmal 10 Spectrite für El Primo. 10 Stück? Ja, die gebe ich dir. Oha. Oh, das war zu viel, das war zu viel. Ey, so, jetzt mit dem Spectroid. Hier, nimm das, du bist jetzt beider. Okay, El Primo gehört jetzt dir. Sehr gut, wir haben sowieso noch einen. Ey, Leute, wir haben richtig krasse Brawler. Ja, du hast keinen, du hast Pech gehabt. Du kannst mir... Ey, entspann dich, Alphastein. Du kannst mir einen abkaufen, wenn du willst. Ja, gut, dann Pech gehabt. So, Leute, die Sachen holen wir später ab. Boah, das hat sich richtig gelohnt, Leute. Wir haben kaum was dafür bezahlt. Richtig gut. Okay, Auktionär, weiter mit der nächsten Garage. So, die nächste Garage startet mit einem Startgebot von 5 Spectrite-Blöcken. Oh, 5 Spectrite? Gehört einem Autoschrauber. Okay. Biete ich 5 Spectrite. Ja. 7. Oh, Leute, ich glaube, da halte ich mich raus. Das packt mich irgendwie nicht so ein bisschen so 7, Autoteile. 8. Lass mir die mal ihr Geld ausgeben. 10. Boah, 10. Sollen die haben. Dass da wirklich gute Sachen drin sind. Aha. 12 habe ich geboten. Ah, okay. Ente, nimm das. Okay, oh. 12. Ente hat für 12 gekauft. Oh nein. Her mit deinem Spectrite. Oh, was ist drin? Mach auf das Ding, Junge. Oh nein. Bro, Alphastein, guck dir mal den Noob an. So schlecht, ich hab alles Geld verschwendet. Du bist ja so ein Noob, Ente. Bro, du hast einfach 12 Spectrite für einen Schimmelmotorrad gezahlt. Und Alphastein hat auch noch kaputt gemacht. Ey, ja, Leute, komm. Leute, lass nicht drüber reden. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Herr Auktionär. Okay, fangen wir an mit der schönsten Garage, die hier ist. Die das Cristiano Ronaldo Garage. Nein! Leute, das ist die Ronaldo Garage! Oh, Freunde, kostet es was wolle. Ich brauche die Ronaldo Garage. Okay, sie startet mit 30 Spectrite-Blöcken. 35! Ein Stack! Eineinhalb Stacks! Eineinhalb Stacks. Einen
nur ein Stack und 45. Zwei Stacks. Zwei Stacks? Jemand mehr? Leute, ich brauch die Ronaldo-Garage, das geht nicht. Ja, oh mein Gott, Leute, die war so teuer. Ich hoffe, okay. Ronaldo hat da krasses Zeug drin. Okay, Herr Auktionär, hier zwei Stacks Backtride. Dankeschön. Oh mein Gott. Damit. Leute, wir öffnen jetzt die originale Cristiano Ronaldo Garage in 3, 2, 1 und. Wow, da ist Messi. Was? Und Ronaldo. Messi und Ronaldo gezogen. Oh mein Gott. Hä, wie krass ist das denn? Okay, und dann ist hier noch ein Tor, so ein Fußballding. Leute, was ist hier in der Truhe drin? Da müssen wir jetzt auch noch reingucken. Oh, Leute, wir schauen jetzt mal noch in die Kiste rein. Was? Oh mein Gott. Ey, Leute. Oh mein Gott, habe ich viel Plus gemacht. Wir haben 2 Spectrite Stacks dafür gezahlt. Ich hole jetzt mal alle raus. Wir gucken mal, wie viel wir jetzt haben. Was? Oh mein Gott, haben wir Plus gemacht. Oh mein Gott, haben wir Plus gemacht. Wir haben fast 4 Stacks. Jetzt 2 haben wir gezahlt. Ein halbes hatte ich noch. Also wir haben quasi 2 gezahlt, 3,5 rausgeholt. Und da ist der WM-Pokal auch noch drin. Oh mein Gott, wir haben den offiziellen WM-Pokal von Messi. Nein. Oh mein Gott, Jungs, guck mal. Der heißt WM-Pokal. Guckt bitte, wie der Nein. heißt. Also der Trichter ist wirklich so Oh super. Mein Gott. Das ist die Weltmeistergarage. Oh, Leute, das ist zu krass. Den muss ich direkt in mein Auto reinpacken. Und das Gute ist, wir haben einfach noch viel mehr Spectride, um noch mehr Sachen zu kaufen. Ey, das hat sich gelohnt. Okay, komm, Herr Auktionär, wir können weitermachen mit der nächsten Garage. So, die nächste Garage ist von einem Astronauten. Die gehört mir jetzt. Ein Astronaut. Hey, beruhig dich, ey. Beruhig dich, Alphastein. Warte mal, er sagt das von einem Astronauten, der auf dem Mond war. Stopp. Alles gut. Ey, hallo, Herr Auktionär, der Typ hier hält sich nicht an die Regeln. Du hast mir Geld geklaut, 35 Spectrite. Warum? Ich hab dir nichts geklaut. Ich hab dir gedroppt, du hast sie aufgehoben. Ach so, hier. Oh. Hier, zack, nimm, entspann dich. Ich will das jetzt kaufen, mach ein Auge. So, jetzt entspannt euch mal. Wir starten mit 20 Spectrite-Blöcken. 20 Spectrite. Ich bezahle hier. Leute, ich weiß nicht, ob das wert ist hier. Wobei, wir haben gerade echt gut Plus gemacht. Ich mache ein halbes Stack, also 32. 40. Oha, Ente will auch mitbieten. Ich halte mich da raus. Mehr höher gehe ich ein nicht, Leute. Stack. Alter, Alphastein gibt ja sein ganzes Geld für die Garage aus. Ich glaube, das lohnt sich überhaupt nicht. Ein Stack und 22. Die drehen ja völlig durch, Leute. Sollen die sich hochbieten? Sollen die ihr ganz Geld ausgeben? Guck mal, als nächstes kommt eine SpongeBob-Garage. Wie cool ist das denn? 2 Stacks. Okay, gut, ja. Nein! Oh mein Gott. Mein Konto ist leer, Digga. Alphastein? Ich hab nichts mehr. Bro, das war ja voll die Müll. Aber da ist eine. Obwohl, hier ist eine Rakete drin. Und ein Raumanzug. Was war in der Kiste? Warte mal. Alphastein hat einfach einen Raumanzug, okay? Und guck mal, eine Rakete. Kann man die starten, die Rakete? Wie kann man die starten? Max, guck raus! Was? Oh mein Gott, er hat einen Kampfchat in der Garage drin gehabt, hä? Ich will das Haus kaputt machen! Nein, ey! Ey, nicht das Haus kaputt machen! Ey! Alter, Alphastein dreht hier völlig durch, Leute. Ey. Aber warte mal, hast du jetzt dein ganzes Spectrite dafür ausgegeben? Toll. Er kriegt einen Kampfchat und macht den erstmal kaputt. Junge, hör auf, hier alles kaputt zu machen. Super. Toll, Alpha. Toll. Kriegst einen Kampfchat und versenkst ihn direkt im Meer. Ey, Jungs, komm, Auktionär. Wir machen ohne den Bummi weiter. Hoffentlich ist er abgesüppelt da hinten. So. Die nächste Garage kommt direkt aus Bikini-Bottom. Junge, das ist eine Unterwasser-Spongebob-Garage. Wie krass ist das denn? Okay, wie viel ist das Startgebot, Herr Auktionär? Das Startgebot beträgt 30 Spectrite-Blöcke. 30 Spectrite. Warte mal, Leute, man kann hier ein bisschen durchgucken. An der Seite ist ja wirklich Spongebob drin. Und Mr. Krabs. Oh Gott, Leute, ich glaube, das ist es wert. 31. 35. Ein Stack. Alter, wie viel Geld? Von meinem Konto leer ist. Alter, Alphastein bietet nochmal ein Stack. Das ist dein letztes Geld. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich werde Alphastein jetzt geben. Man muss taktisch denken, weil dann hat er kein Geld mehr für die nächsten Garagen. Und ich habe nämlich da hinten schon gesehen, da soll wohl noch eine Mr. Beast Garage kommen. Deswegen, wir geben dir Alphastein. Alles gut. Ja, kannst du haben, Alphastein, für ein Stack. Nimm sie. Ernte, du wolltest doch mehr bieten. Nee, du hast bei Geld her. Geld her. Wer das Gebot abgegeben hat,
muss zahlen. Hey, Leute, mein Bus kommt. Ich muss Hey, gib das Geld, Junge. Du musst zahlen, Alphastein, wenn du ein Gebot abgegeben hast. Na gut, hier, da ist das Geld. Aber vielleicht hast du ja Glück und du machst auch wieder ein bisschen Spectride. Bitte, SpongeBob, bitte! Wow! Alter, da ist aber ein Bootsmobil, ein Krabbenburgermobil drin. Das ist ein Unikat, das gibt's nur einmal. Ey, das ist ja krass. Und ein bisschen Geld und... Naja, ein Spectride-Block. Also ich sag mal, das Zeug in den Kisten war ja eher Müll. Aber... Ich glaube, mein Konto ist jetzt leer, Leute. Aber du hast... Weißt du was? Das Krabbenburger-Mobil finde ich eigentlich ganz cool. Kann man damit wirklich fahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das springt nicht an. Ich glaube, das springt nicht an. Also hätte man damit fahren können, hätte ich es dir abgekauft, Alphastein. Aber so... Cool, du hast SpongeBob und Mr. Krabs. Ja, ein Spectride hast du noch. Na gut. Dann machen wir mal weiter, ey. Alphastein, der Bummi hat kein Geld mehr. Zum Glück, das ist sehr gut für uns. Okay, was haben wir denn hier als nächstes schönes, Herr Auktionär? Eine super tolle Diamantgarage. Aha, wir gucken da mal wieder rein. Ja. Mit etwas Coolem drinne. Okay. Bieten, Diamant. Ich biete 9 Spectroid Gems. Hä? Mit gar nichts. Und Diablöckchen. Bro, du hast dein ganz, du hast einfach nur den Spectroid Block zu Dingern, zu Gems klein gemacht. 20 Spectroid Blöcke. Nimmt das ruhig. Ich will das nicht haben. Ich will die Diamantgarage gar nicht haben. 20 Spectroid Blöcke. Ente muss 20 zahlen. Oh, da kommen noch so krasse Sachen hier. Einfach McDonald's und Mr. Beast. Wow, okay. Oh. Bugatti zählt wie 20 Spectride. Okay, das ist krass. Hier, dein Ding zurück. Ente, gehst du höher, ey, oder? 22. Oh mein Gott. Ich fahr wieder weg. Ey, Alphastein. Du kannst beim Auktionär dein Bugatti eintauschen für Spectride-Blöcke. Das werde ich machen. Dann kannst du bei den nächsten wieder mitbieten, nämlich, ja? Okay, also Ente 22 gehört dir, die Diamantgarage. Ich will sie nicht haben, Leute, weil ich habe gesehen, da steht nur irgendein kleines Popelauto drin. Will ich gar nicht haben, kann Ente ruhig haben. Komm schon. Und mach auf das Ding. Komm, Bro, du hast einfach so ein Tuning-Subaru bekommen. Ah, ja, man darf sich halt nicht von dem Äußeren von der Garage blenden lassen. Das hat nämlich überhaupt nichts zu heißen. Der komplett Schrott. Ja, das ist... Naja, ist eher eine Schrottkiste. Ist eher eine Schrottkiste, Junge. So, okay, komm, dann machen wir weiter mit dem nächsten Herr Auktionär. Ich bin so gespannt, was da hinten noch jetzt drin ist. Freunde, als nächstes haben wir eine Skibidi-Garage. Was? Skibidi-Garage, yes! Boah, was, eine Skibidi-Garage? Ey, Leute, die will ich unbedingt haben. Skibidi-Toilette ist richtig krass. Ich muss euch vorher etwas erzählen. Und zwar ist diese Garage verflucht. Verflucht? Auf den Besitzer lastet ein Fluch. Leute, das sind doch Geschichten aus dem Paulanergarten hier. Wer sie ersteigert, der kriegt richtig Probleme mit der Skibidi-Toilette. Jetzt hab ich Angst, irgendwie ein bisschen. Ja, wo ist das Startgebot? Ich hab keine Angst vor der Skibidi-Toilette. Das Startgebot ist ein Spectride-Block. Ich biete 3. Warte mal, Leute, ich weiß, dass Alphastein nur 20 hat. Ich werde einfach Alphastein überbieten. Ich biete 21. 21. Was machst du jetzt, Alphastein? Ich habe den Bugatti schon verkauft. Ich habe einen Stack dafür bekommen. Was? Hä? Du hattest... Was? Ich biete einen halben Stack. Oh mein Gott, Leute, ich will die Skibidi-Garage unbedingt haben. Okay, mir reicht's jetzt. Ich biete 63 Spectride-Blöcke. Nein, 63, so. Okay, ist gebonkt. So, zack, hier. Oh mein Gott, Leute, die Skibidi-Garage gehört uns. Wir machen die jetzt auf in 3, 2, 1 und... Wow, Leute, Skibidi! Warum wird's dunkel auf einmal? Leute, habt ihr damit was zu tun? Was hast du gemacht, Max? Es geht. Leute, warum jetzt auf einmal. Und es regnet auf einmal! Max, was hast du getan? Max. Ich muss kurz weg, Alpha, ich muss hier weg. Leute, dieser Skibidi, die macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Komm zurück, Ente. Warte mal. Ich versteck mich. I cry, Max, der Skibidi-Fluch lastet jetzt auf dir. Leute, habt ihr das auch gehört? Leute, nein, wir haben die verfluchte Skibidi-Toilette gekauft. Oh, wenigstens ist hier ein bisschen Spectride und Netherite drin. Leute, der Typ macht mir echt ein bisschen Angst. Guck mal, wie der mich anschaut. Und hier ist auch nochmal ein bisschen Spectride. Max, dreh dich mal um. Wie umtrinkt? Guck mal, hier sind Totenköpfe und sowas. Was ist los?
Leute, nein, Skibidi! Leute, Skibidi jagt uns! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Alles deine Schuld! Ey, das ist das, was der Auktionär gesagt hat. Skibidi Fluch lastet auf mir! Oh, Leute, wir müssen die Toilette unbedingt irgendwie beseitigen. Ich lass mich doch nicht von so einer Toilette obsehen. Warte mal, was macht der da mit meinem Lambo? Ey, lass mein Lambo! Lass mein Lambo! Oh mein Gott, okay, Skibidi, die Toilette. Jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben! Wow, Leute, wir haben die Skibidi-Toilette ausgeschalten. Oh, okay, und auf einmal ist auch wieder schönes Wetter zum Glück. Aber wir haben gerade mal 4 Spectrite-Blöcke bekommen und haben 1 Stack dafür gezahlt. Also die Skibidi-Toilettengarage war eine absolute Fehlinvestition, kann man nicht anders sagen. Deswegen, Leute, investiert besser nie in Skibidi. Oh Mann, ey. Ich hab auch so viel Angst gehabt. Ich hatte auch richtig Angst vor dieser Skibidi-Toilette. Okay, wir kommen jetzt zu den beiden letzten. Alter, ich glaube, das ist eine McDonald's-Garage. Das ist auch richtig krass. McDonaldo? Wow. Okay, Herr Auktionär, was kostet die McDonalds-Garage? Die McDonalds-Garage kostet 20 Spectrite-Blöcke. 20 Spectrite? Leute, ich weiß nicht, aber was soll da groß drin sein, außer ein paar Burger? Andererseits vielleicht da was Krasses. Original von McDonalds. Ich biete 21. 22. 30. Was? 31. Oh, ja. So. Ja, los, bin 33? Ah, Leute, ich weiß nicht. Ich überlege gerade, weil das Ding ist, als letztes kommt nämlich die Mr. Beast Garage und ich glaube nämlich, dass die richtig krank ist. Da will ich auf jeden Fall investieren. Dafür sollten wir unser Geld aufheben. Ich glaube, ich werde nochmal die Garage abtreten an Ente, Leute. Okay. Ich will Chicken Nuggets. 40 Spectrite. Hey, Alphastein bietet 40. 45, ich gebe mein ganzes restliches Geld dem einen Stack einfach. Oh mein Gott, okay. 1 Stack und 10. Oh mein Gott. Hey, so viel Geld habe ich gar nicht mehr. Alter, okay, Alphastein kauft die McDonalds-Garage. Viel Spaß damit. Da ist ja einfach nur ein paar Pommes und ein paar Birchies drin. Da ist ja gar nichts drin. Oh mein Gott. Ich bin pleite, man kann nicht leer. Alter, Alphastein ist ja so schlecht, Junge. Oh mein Gott, Leute, jetzt kommen wir zur letzten Garage, zur Mr. Beast Garage. Und ihr wisst, Leute, Mr. Beast ist super reich, Freunde. Da muss was übelst Krasses drin sein. Und das Gute ist, Alphastein hat kein Geld mehr. Hä? Hä? Was kommt? Wer kommt da hinten angerollt? Alter, was ist das denn für eine... was hat die G-Klasse für einen kranken Sound, Leute? Oh, oh. Nein. Hallo, meine Freunde. Nein, Leute, das ist Don Alpha. Ich habe meine ganze Geld von Bank geholt. Nein. Ich habe gehört, hier gibt's viel zu gewinnen. Nein, Leute, Don Alpha hat auch super viel Geld, aber wir müssen doch die Mr. Beast Garage bekommen. Don Alpha, hier gibt's gar nichts zu holen. Sie können ich wieder gehen. Ich möchte diese schöne Garage kaufen. Hallo, das ist eine Auktion. Du musst mehr bieten als wir. Nur dann kriegst du die. Kein Problem. Ja, Leute, ey, der hat 2 volle Taschen dabei. Das ist gar nicht gut. Okay, Herr Auktionär. So, wir starten mit der letzten Garage, mit der Mr. Beast Garage, frisch aus den USA. Boah, Leute, wir brauchen die auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Wie ist das Startgebot? Startgebot sind 64 Spectrite-Blöcke. Ja, ich habe genug hier. Ich habe kein Geld mehr. Also, ich biete 64 und 1. 1 Deck und 1. Ja, ich bin reich. So. 2 Stacks? Zweieinhalb Stacks. 3 Stacks, kein Problem. 3? Oh. 4 vielleicht? Leute, der hat, glaube ich, mehr Spectrite-Blöcke als wir. Guck mal, wenn ich alles zusammenrechne, was wir haben, kommen wir auf 3 Stacks und 4. Leute, der darf nicht mehr bieten jetzt als wir. Das ist überhaupt nicht gut. Ich muss den irgendwie loswerden. 4 Stacks, bitte. Eine Sekunde. Bevor wir das nächste Gebot abgeben, 3 Stacks hast du geboten, Don Alpha, oder? Ich kann noch 4. Nein, alles gut. Don Alpha, Auktionär, eine Sekunde. Don Alpha, können Sie einmal kurz mitkommen? Was ist dein Problem? Kommen Sie einmal kurz mit. Ich muss ganz kurz mit dir unter 4 Augen reden. Stopp, eine Sekunde. Wir gehen gleich weiter. Einmal mitkommen, Don Alpha, bitte. Oh, Leute, das Problem ist, ich muss den jetzt irgendwie loswerden, weil der hat mehr Geld als wir. Junge will was von mir. Bestimmt Kredit oder so. Okay. Leute, aber das Ding ist, ich weiß nämlich, wie wir den loswerden können. Und zwar, ich habe doch hier meine Brawler gewonnen. Ich kann jetzt den einfach hier in meine Brawl Stars Garage locken und dann werde ich El Primo sagen, der soll den einfach angreifen. Was hast du gesagt? Don Alpha, ich muss ganz kurz was mit dir regeln. Komm mal kurz hier
Feuer unter vier Augen. Wir reden kurz in der Garage. Kredit oder was möchtest du? Keine Problem, ich kann's reden. Nee, alles gut, alles gut. Ja, das Ding ist Don Alpha. Ich wollte einfach nur sagen, vertraue niemals deinen Feinden. El Primo, was? El Primo, zerstör ihn! Wow! Alter! Leute, was hat El Primo hier gerade für ein Erdbeben gemacht? Der hat den ganzen Boden weggesprengt, aber Don Alpha wurde von El Primo erledigt. Haha, Ehre El Primo, du bist der Beste, wusste ich doch. Okay, das heißt, Don Alpha sind wir losgeworden und das heißt, Ente kann auch nicht mehr bieten. Und Leute, das heißt, wir sind der Einzige, der jetzt noch bieten muss. Und das letzte Gebot von Don Alpha waren 3 Stacks und wir haben 3 Stacks und 4. Also werde ich mir jetzt die Garage holen. Oh Gott, ich bin so gespannt, was in der Mr. Beast Garage drin ist. Ja, Don Alpha musste leider auf Toilette. Hat Durchfall bekommen. Und sein Geld, hat er das hier gelassen? Nee, aber ich überbiete ihn einfach. Ich mache 3 Stacks und 4. Ui, das ist aber viel. Ja. Viel Spaß mit der Mr. Beast Garage. Danke sehr. Oh Gott, Leute, wir gucken jetzt rein in die Mr. Beast Garage in 3, 2, 1 und... Wow, die Mr. Beast Garage. Hier ist einfach Mr. Beast drin. Alter. Oh mein Gott, Leute. Allein, dass hier alles schon so in Rainbow Spectrite Blöcken ist, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Jetzt gucken wir mal noch in die Kiste hier rein und... Oh mein Gott, was? Nein, nein, Leute. Ey, wie viel ist das? Wie viel ist das hier? Wie viel ist das? Oh mein Gott, wie viel Spectrite-Blöcke. Wir sind super reich. Die kann ich gar nicht alle mitnehmen. Dann ist da noch ein McLaren, ein Lambo. Oh mein Gott, Leute. Ich sehe hier gar nicht mehr durch. Warte mal. Ich muss allein mal die ganzen Autos ausparken. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Guckt euch das hier mal an. SVJ. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott, ist das krank. Und ich glaube, dass sogar noch ein Ray... Oh mein Gott. Gott, die ganzen Autos, alle Spectrite-Blöcke, alles gehört uns. Leute, wir sind super reich, wir haben die krassesten Garagen gekauft. Welche Garage fandet ihr am krassesten? Schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex-Spiel.